Hallo meine Lieben, heute möchte ich für euch diese leckere Buttermilchblinze aus der Lausitz machen. Alle Zutaten findet ihr wie immer in der Infobox. Als erstes starte ich mit dem Teig für die Blinze. Dafür schlage ich 3 Eier auf. Mit einer Prise Salz werden die Eier gut verquirlt. Nun kann ich auch schon den Zucker dazugeben. Auch die Buttermilch kann jetzt zu den Eiern dazugegeben werden. Jetzt kann ich langsam das Mehl hinzufügen und rühre dabei immer kräftig um, dass sich keine Klümpchen bilden. Der Teig ist jetzt fertig und ich lasse ihn noch 30 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit bereite ich den Apfelmus vor. Dabei schneide ich die Äpfel in kleine Stücke und ich füge noch etwas Wasser hinzu, dass die Äpfel beim Kochen nicht anbrennen. In einer heißen Pfanne mit Öl brate ich nun die Blinzen. Wenn die Blinze auf der Oberseite nicht mehr flüssig ist, kann ich sie wenden. In der Zwischenzeit sind meine Äpfel weich gekocht. Und ich gebe sie in ein Sieb. Dazu kommt noch der Saft einer halben Zitrone. Jetzt ist Handarbeit angesagt und ich quetsche die Äpfel durch das Sieb. Nun ist alles fertig und ich kann anrichten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Abonniert bitte meinen Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken.